In diesem Video wollen wir uns mit der Oberfläche und Einstellungsbereichen in Orgamax beschäftigen. Also einmal die Frage klären, wie kann man sich durch Orgamax durchbewegen, und die andere Frage eben, wo kann ich was in Orgamax einstellen. Fangen wir auf der linken Seite an. Hier finden wir den sogenannten Navigationsbereich. Hier sind alle Menüeinträge gruppiert untergebracht, sodass man eben immer in einer bestimmten Gruppe auch eben bestimmte Funktionen findet. Zum Beispiel unter den Stammdaten findet man die Kunden, die Lieferanten, die Artikel zum Beispiel, im Bereich Verkauf die Angebote, die Rechnungen, die Projekte, im Bereich Einkauf dann Preisanfragen und Bestellungen zum Beispiel. Und so setzt sich das über die anderen Menübereiche ebenfalls fort. Und wenn man jetzt eben nur auf einen bestimmten Bereich Zugriff hat oder nur bestimmte Bereiche bedient hier in Orgamax, dann kann man sich den sogenannten Favoritenbereich hier zusammenstellen mit den Funktionen, die man selbst hauptsächlich eben benutzt. Das können zum Beispiel sein die Kunden, das können sein die Artikel, vielleicht nutze ich noch die Angebote und die Aufträge, und vielleicht war das schon mein ganzer Arbeitsbereich, den ich hier in Orgamax jetzt eben abbilden möchte, für mich als Anwenderin oder Anwender. Dann kann man sich diese Favoriten zusammenstellen und kann dann direkt auch immer über die Favoriten die einzelnen Menüpunkte aufrufen. Natürlich kann ich auch immer wieder in die anderen Bereiche reingehen und eben auch nochmal speziellere Listen aufrufen, aber das Zusammenstellen der Favoriten beschleunigt die Arbeit natürlich sehr deutlich, weil ich sofort auf alles Zugriff habe und nicht erst in einer bestimmten Menügruppe etwas suchen muss. In dem Punkt Navigationsbereich anpassen, da kann ich einerseits eben die Favoriten zusammenstellen, und zum anderen kann ich über den Bereich Ansicht auch noch zwei Kontrollkästchen setzen. Das obere Kontrollkästchen würde, wenn ich es anklicke, Funktionen mit fehlenden Modulen im Navigationsbereich wegblenden. Habe ich also ein bestimmtes Modul nicht gewählt und gibt es dazu Menüeinträge, würden diese ausgeblendet, schafft etwas mehr Übersicht. Und gerade interessant auch für den Mehrplatzbetrieb, wenn ich mich mit vielen Personen an Orgamax betätige, dann wird in der Regel auch mit Benutzerberechtigung gearbeitet, dass nicht eben jeder in jedem Bereich etwas sehen oder auch etwas bearbeiten kann. Und mit diesem Häkchen kann ich selber eben bestimmen, wenn ich auf einen bestimmten Bereich keinen Benutzerrecht habe, dann möchte ich den auch gar nicht sehen. Dann lasse ich den ausblenden. Auch das schafft nochmal etwas mehr Übersicht. So kann ich mir das alles hier schon mal möglichst optimal eben zusammenstellen. Es gibt dann noch eine weitere Funktion. Das hängt so ein bisschen vom persönlichen Gefühl ab, wie ich das nutzen möchte. Unter dem Menüpunkt Ansicht gibt es auch nochmal den Knopf Navigationsbereich, und ich kann hier von der klassischen Ansicht umstellen auf die sogenannte Explorer-Ansicht, was auch gerne und häufig benutzt wird, denn im Gegensatz zu jetzt, wo ja nur ein Menügruppenbereich jeweils geöffnet ist, entweder die Favoriten oder die Stammdaten oder der Verkauf, kann ich mit der Explorer-Ansicht mir beliebig viele Bereiche gleichzeitig aufmachen. Wenn ich zum Beispiel viel mit den Favoriten arbeite, aber zum Beispiel viel im Bereich Verkauf noch unterwegs bin, kann ich mir die anderen Menübereiche einfach dann schließen und habe hier dann relativ schnell auch alle Funktionen dann wieder zur Verfügung, die ich sehr häufig eben benutze. Und das kann ich eben nochmal zusätzlich einstellen, hier unter Ansicht und Navigationsbereich Explorer oder Ansicht klassisch. Als nächstes gibt es in Orgamax noch die Menüleiste. Die ist hier am oberen Bildschirmrand untergebracht, und in dieser Menüleiste finden sich in der Regel auch nochmal die gleichen Haupteinträge wie links in der Hauptnavigation. Hier zum Beispiel bei den Stammdaten, man kann es sehen, die Interessenten, die Kunden, die Lieferanten, also die gleichen Menüeinträge. Teilweise stecken in diesen Menüeinträgen aber auch noch weitergehende Informationen drin, gerade im Bereich der Stammdaten. Hier gibt es noch die Einstellungen, Kleinstammdaten, Briefpapiergestaltung und so weiter. Das heißt, weiterführende Funktionen findet man oftmals direkt hier oben in der Menüleiste. Ansonsten haben wir genau die gleichen Funktionen auch wie auf der linken Seite dann im Navigationsbereich. Und ganz wichtig natürlich hier, da gibt es das Hilfemenü, da gibt es ganz viele Einträge, wo nochmal weiterführende Informationen abrufbar sind, wie zum Beispiel unser FAQ-Bereich, wo ganz viele Anwendungsanleitungen drinstecken, wie mache ich Teilrechnungen, wie lege ich eine Zahlungsbedingung an etc. Das kann man da finden. Dann gibt es hier auch den Verweis zu unseren kostenlosen Themenwebinaren, wo wir verschiedene inhaltliche Themen nochmal etwas genauer beleuchten, und vieles dergleichen mehr. Das ist also das Hilfemenü.
Als dritter Bereich in Orgamax können wir uns die Listenansichten hier anschauen. Die haben vom Grundsatz her eigentlich immer den gleichen Aufbau. Teilweise sind hier oben in der Überschriftenleiste nochmal weitergehende Such- und Filtermöglichkeiten direkt untergebracht. Hier ist es bei den Kunden zum Beispiel die Möglichkeit, nach Anfangsbuchstaben des Nachnamens hier zu filtern. Drücke ich auf einen entsprechenden Buchstaben, wird die Liste gefiltert. Nachname, Firma, alle, die mit D beginnen in diesem Fall. Und so sehen eigentlich alle Listen dann auch aus. Und alle Listen bringen dann auch immer so eine gewisse Standardansicht an Spalten eben mit. Und es ist möglich, diese Spalten nochmal mit weiterführenden Informationen zu ergänzen. Denn so ein Kundendatensatz hat ja mehr Informationen gespeichert als nur den Ort und die Straße beispielsweise. Über den Menüpunkt Ansicht und Spalten definieren, kann ich mir eben alle weiteren verfügbaren Feldinformationen, also auch eben Spalten, mit aufrufen und könnte zum Beispiel in diese Liste jetzt auch nochmal das Feld E-Mail mit eintragen. So habe ich es jetzt hier gleich mit drin und sehe sofort, wo eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist oder eben auch nicht. Das heißt, ich nehme das Feld einfach, ziehe es an eine bestimmte Stelle. Man sieht immer an den grünen Pfeilen, wo ich diese Spalte jetzt dazwischen setzen würde. Und so kann ich mir alle Listenansichten für mich als Anwender optimal anpassen. Sollte es mal vorkommen, dass eine Spalte möglicherweise zu breit oder ganz komisch angeordnet erscheinen sollte, kann man immer noch mal mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschriften klicken und dann eben sagen, bitte passe mir jetzt diese Liste so optimal an, dass alle Spalten möglichst optimal zu sehen ist. Klicken wir mal drauf und jetzt versucht Orgamax eben alle Spalten mit möglichst vielen Informationen darzustellen. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. Dann gibt es noch einen vierten Bereich, den ich auch eben nutzen kann in Orgamax, um mir relativ schnell Informationen abzuholen. Wenn ich hier zum Beispiel einen Kundendatensatz ausgewählt habe, kann ich hier unten links den sogenannten Detailknopf aktivieren oder auch mit der Tastatur auf der Taste F2. Und dann bekomme ich Detailinformationen zu meinem Kunden. In dem Fall sehe ich jetzt hier, da ist ein Angebot schon mal geschrieben worden. Wir können schauen, ob wir Aufträge haben. Da sind schon ein paar mehr. Lieferscheine, Rechnungen. Und so habe ich sofort eigentlich alle wichtigen Informationen zu diesem Kunden hier beisammen. Und ich kann sogar noch einen weiteren Detailbereich öffnen. Wenn ich jetzt beispielsweise dieses Angebot markiere, habe ich nochmal einen Detailbereich. Hier oben die Details zum Kunden, hier die Details jetzt zum Angebot. Und da kann ich eben direkt reingucken in das Angebot. Welche Artikel sind denn hier drin? Was steckt da alles an Informationen drin, ohne dass ich das Angebot tatsächlich erst aufmachen müsste. Und ich kann eben zusätzlich auch nochmal sehen, gibt es dazu Aufträge, gab es Lieferscheine, gab es Rechnungen, wo Positionen aus diesem Angebot zum Beispiel vorkommen. Und so kann ich mir direkt eben aus diesem Detailbereich ganz viele Informationen ziehen, ohne dass ich jetzt erst wirklich in die Listen reingehen müsste und da nochmal jeweils nach diesem Kunden filtern müsste. Den Detailbereich gibt es auch in allen Listen, entweder ein- oder auch zweistufig, wie es jetzt hier gewesen ist. Wenn ich zum Beispiel bei den Angeboten unterwegs bin, wir können das einmal anschauen, dann habe ich hier auch den Detailbereich und da ist es in der Regel dann eben nur einstufig, sodass ich eben jetzt die Details direkt eben zum Angebot sehe, so wie bei den Kunden dann als weiterführende Detailbereich. So viel zunächst mal zur Oberfläche von Orgamax. Jetzt gucken wir uns noch einige Einstellungsbereiche an und was man in diesen Einstellungsbereichen findet. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt diese Einstellungen bedienen darf, ist es immer nützlich zu wissen, wo stecken diese Informationen denn drin. Und ein ganz wichtiger Bereich, den wir da haben, das ist der Bereich unter den Stammdaten, der benannt ist mit den sogenannten Kleinstammdaten. In diesen Kleinstammdaten finde ich ganz viele Listen, die ich selber oder die man selber für die eigene Arbeit eben ergänzen kann. Wie zum Beispiel fehlende Artikeleinheiten oder wenn ich sage, da sind viel zu viele Einheiten drin, die brauche ich niemals, kann ich das eben hier alles optimieren, sodass ich dort nur die Einheiten für die Artikel eben finde, die ich selber eben benötige. Und neben diesen vielen Listen sind auch ganz zentrale Einstellungsbereiche hier drin. Drei möchte ich hervorheben. Das sind die Zahlungsbedingungen. Sollte also mal eine Zahlungsbedingung irgendwo fehlen oder nachbearbeitet werden müssen, dann findet man sie hier eben in den sogenannten Kleinstammdaten. Genauso verhält es sich mit den Lieferbedingungen. Auch wenn hier mal eine neue angelegt werden soll, muss man hier in die Kleinstammdaten reingehen.
Und ein dritter Bereich, der auch ganz relevant ist, sind die sogenannten Textbausteine. Die Textbausteine beinhalten die Einleitungs- und Schlusstexte für die einzelnen Vorgangsarten plus jeweils dann auch einen kleinen E-Mail-Text, den ich zum E-Mail-Versand eben auch hier vordefinieren kann, sodass ich dann direkt eine vollständige E-Mail aus Orgamax heraus generieren kann. Das sind also die kleinen Stammdaten. Dann gibt es unter den Stammdaten noch einen weiteren Bereich, der heißt Einstellungen. Bei den Einstellungen handelt es sich um Orgamax-Funktionen. Hier kann ich zum Beispiel definieren, wenn ich die Aufwandszeiterfassung hier verwende, wie soll die funktionieren, welche Felder sollen eingeblendet sein. Oder wenn ich zum Beispiel die Kasse POS hier verwende, kann ich eben hier die ganzen Einstellungen für dieses Kassenmodul dann eben vornehmen. Hier handelt es sich also nicht um Auswahlkriterien, die ich im Programm nutze, sondern hier haben wir wirklich die Funktionen untergebracht. Ein letzter Einstellungsbereich hier unter Orgamax. Hier befinden wir uns auch vom Menü her in einem ganz anderen Bereich. Hier geht es eher um Programmfunktionen, also welche Funktionen oder wie soll das Programm funktionieren. Das ist hauptsächlich hier im Bereich Allgemein festgehalten. Hier kann zum Beispiel bestimmt werden, ob man das jetzt selber darf oder nur der Administrator darf. Ist wieder eine andere Frage. Jedenfalls kann man hier eben sagen, ob eine Anmeldung erforderlich sein soll, wenn ich Orgamax öffne. Also ob ich mich immer aktiv anmelden muss oder ob sich Orgamax automatisch anmeldet. Da empfiehlt es sich natürlich, wenn ich mir den Rechner mit einem Kollegen oder einer Kollegin teile und wir arbeiten mit dem gleichen Orgamax, dann sollte auf jeden Fall so eine Anmeldung erforderlich sein. Das macht ja Sinn, dass man dann als eigener Benutzer dort angemeldet ist. Und hier gibt es noch einen weiteren Reiter, der das Ganze eventuell noch etwas hübscher machen kann. Hier kann ich bestimmen, welches Design soll Orgamax mitbringen. Soll das jetzt das Standarddesign sein oder soll das vielleicht eine andere Farbe haben? Wie sollen die Schriften dargestellt werden, gerade in den Listenansichten? Welches Iconset möchte ich haben? Und dann habe ich eben meinen Orgamax hier schon mal ein bisschen individualisiert. Und neben diesen ganzen Einstellungen gibt es noch einen letzten Einstellungsbereich, den in der Regel nur der Administrator oder der Geschäftsführer oder Chef bearbeitet. Das ist der sogenannte Meine Firma-Bereich. Der ist hier unter dem Stammdatenmenü untergebracht. Hier geht es darum, wie soll meine Firma hier in Orgamax funktionieren? Was sind meine Firmenangaben? Wie sollen die Standardzahlungs-, die Standardlieferbedingungen sein? Welche Nummernkreise sollen verwendet werden? Welche Druckvorlagen sollen verwendet werden? Etc. Also wirklich Firmeneinstellungen, wie funktioniert das Ganze hier in Orgamax? Und da ist in der Regel, wie gesagt, dann eben der Administrator und oder auch der Chef dann eben für verantwortlich und in der Regel hat auch nur derjenige dann dort Zugriff. Und das war ein Überblick über die Oberfläche von Orgamax und die verschiedenen Einstellungsbereiche.